Moin, mein Name ist Alvo und das hier ist ein Victorinox-Messer. Alle Victorinox-Messer, die ich kenne, Opinels und auch Mora, also Baumarktmesser, sind vollkommen legal mitzuführen im Wald. Heute reden wir über Messerrecht und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Heute wollen wir darüber reden, was denn überhaupt so an Messern erlaubt ist, welche Rechtseinschränkungen und so weiter es gibt, weil das ist auch ein kleines Minenfeld und danach wird man noch oft gefragt. Beginnen wollen wir wie immer mit der Theorie und gehen dann trichterförmig nach unten vor. Das heißt, was ist erstmal grundsätzlich erlaubt und welche Einschränkungen gibt es dann? Und zum Schluss verrate ich euch dann noch, wie ich das in der Praxis handhabe und auch die meisten anderen so mit der Praxis wirklich umgehen. Denn die Praxis und die Theorie, die klaffen oft weit auseinander. Tatsächlich gehen wir aber anders vor als beim Draußen-Schlafen-Recht-Video, denn dort hatten wir oben erstmal die grundsätzliche Erlaubnis zu schlafen und sind dann durch Einschränkungen runtergegangen, sondern wir fangen sozusagen oben ganz doll eingeschränkt an und gehen weiter runter, was dann immer mehr erlaubt ist. Warum? Das wird sich euch gleich erschließen. Grundsätzlich gibt es erst einmal einen Paragraphen, der euch allgemein alle Sachen, die die Verteidigungsfähigkeit von eurem Gegenüber herabsetzen, als Waffe deklarieren und somit verbieten. Das heißt, nach dieser Definition, die sehr schwammig ist, und darauf werden wir sehr oft im Messer- und allgemein im Waffenrecht zu sprechen kommen, dass alles sehr schwammig gehalten ist, wird euch erstmal praktisch fast alles verboten, was nur irgendwie dazu geeignet ist, aus der Sicht eines Polizisten oder Richters, jemandem Schaden zuzufügen. Das heißt, selbst ein Schraubenzieher ist nach dieser Definition ein Gegenstand, der dazu geschaffen ist oder dazu in der Lage ist, die Verteidigungsfähigkeit eures Gegners stark herabzusetzen. Ganz einfach, wenn ich mit einem Schlitzschraubenzieher zusteche, da kann ich richtig krassen Schaden verursachen. Das ist einfach so und deshalb kann man das als Waffe auslegen. Dieses sehr schwammige Gesetz geht natürlich so weit, dass es sogar in manchen Sperrzonen, und da ist es vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren in Hamburg zu einem sehr witzigen Vorfall gekommen, wo Fliegenklatschen beschlagnahmt worden sind, weil ein Polizist sie in der Auslegung dieses Gesetzes, das schwammig ist, einfach als Waffen deklariert hat und dann abgenommen hat. Im Normalfall wird man euch keine Fliegenklatsche wegnehmen, das ist natürlich klar. Wir halten uns auch selten in Gefahrenzonen auf, wenn wir im Wald sind. Eigentlich nie, soweit ich das weiß. Vielleicht haben sie letztens Gefahrenzonen ausgerufen, als es bei den Waldprotesten gerade wieder so weit war. Ihr habt das sicherlich mitbekommen mit RWE. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter bei Messern und Ähnlichem. Denn diese starke Einschränkung der Waffen wird durch mehrere kleine Unterparagraphen ausgehoben. Zum Beispiel, wenn man einen anerkannten Grund hat. Das können zum einen Brauchtumspflege sein, das kann aber auch ein sportlicher oder ähnlicher Grund sein, um ein Messer mit sich mitzuführen oder ein Werkzeuggrund und, und. Das heißt, damit wird euch erstmal wieder alles erlaubt, was irgendwie einen Grund nachweist. Wenn ich halt ein langes, riesiges Messer zum Schnitzen im Wald dabei haben möchte, dann ist das ein Grund. Wenn ich in einer Art Schwertverein bin und ich möchte durch die Innenstadt ziehen mit meiner Truppe als Brauchtumspflege, dann ist das erstmal wieder ein Grund. Das wird aber wieder eingeschränkt. Zum ersten einmal sprechen wir jetzt gerade noch über Besitz. Beim Besitz gibt es allgemeine Paragraphen, die ganz bestimmte Arten von Waffen komplett verbieten. Ich werde hier nicht alle aufzählen, aber dazu zählt unter anderem allgemein das Butterfly, das kennen einige noch von euch, oder ein Faustkeilmesser, das ist wie ein Korkenzieher, so dass du damit sozusagen zuschlägst, oder ein Schlagring, der in ein Messer integriert ist, beziehungsweise diese ganze Messerkonstruktion ist dann komplett verboten, weder Besitz noch Führen ist erlaubt. Das heißt, darf ich jetzt alle Arten von Messern, zum Beispiel ganz normal feststehende Messer, mit mir draußen führen? Nein, du darfst sie besitzen. Das heißt, du darfst ein Schwert einfach zu Hause haben, das doppelschneidig ist und lang, aber du darfst es halt nicht mit dir draußen führen und das wird eingeschränkt durch den Paragraphen 42a. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen komplizierter. Unten wurde uns erstmal alles verboten, dann wurden alle Sachen erstmal wieder geöffnet sozusagen. Wenn man einen Hobbygrund hat, wenn man einen Berufsgrund hat und wenn man einen Brauchtumsgrund hat. Und dann wird das Ganze wieder ein bisschen geschlossen durch alle Sachen, bei denen einfach grundsätzlich Verbot herrscht, so wie beim Butterfly. Und jetzt wird das noch ein bisschen weiter eingeschränkt, und zwar durch den Paragraphen 42a. Das ist der wichtigste Paragraph, den wir im Outdoor-Bereich so kennen. Der Paragraph 42a verbietet dir feststehende Messer
mit dir zu führen draußen, aber noch zu besitzen zu Hause, die über 12 cm Klingenlänge haben. Der Paragraph 42a verbietet es dir, einhändig zu öffnende Messer, also ja, die so einen Daumenpin zum Beispiel haben, wo ich nicht eine zweite Hand brauche, um sie halt zu öffnen, komplett. Das Einzige, wo ich weiß, dass es da erlaubt worden ist, mal in einem Gerichtsprozess, ist beim Klettern. Weil es dort dem Richter wirklich als ein adäquater Grund vorkam, dass man es einhändig öffnen muss, in einer Notsituation das Seil zu lösen. Wir haben in einem Wald niemals die Situation, dass wir ein Messer unbedingt einhändig öffnen müssen. Deshalb ist es uns im Wald sowieso komplett untersagt. Ein kleiner Streitpunkt ist im Auto, um vielleicht sein Gurt zu lösen. Aber nach allgemeiner Rechtsprechung ist auch das verboten. Nehmt also bitte nicht euer einhändig zu öffnendes Messer im Auto mit. Ich kenne sehr, sehr viele Fälle, wo Leute dann verknackt worden sind dafür. Beziehungsweise man kam nicht ins Gefängnis, aber musste eine Strafe zahlen und das Messer war weg oder kaputt durch das Auseinandernehmen. Auch Beruf ist im Normalfall kein Grund. Sogar bei Jägern ist es schon vorgekommen, dass sie einhändig zu öffnende Messer abgeben mussten. Das waren sehr strenge Richter, die das ausgelegt haben. Bei den meisten wird das noch so halbwegs erlaubt. Ich sag mal so, warum braucht ein Jäger ein Messer, was er einhändig öffnen kann? Weil er bereitet sich ja sozusagen auf seine Berufsausübung vor. Er kann ja auch im Prinzip einfach ein vernünftiges Messer in der Lederscheide mit sich führen. Ja? Also dieses einhändig zu öffnen, ich kann schon verstehen, warum Richter da sagen, im Normalfall nur beim Kletterhobby. Für genauere Informationen für Jäger würde ich da nochmal speziell beim BKA nachfragen und vor allen Dingen bei euren Forstbehörden und so weiter und so fort, weil das, wie gesagt, das liegt in der Grauzone, da wird ein bisschen unterschiedlich entschieden vom Bundesland, teilweise von Kreis zu Kreis. Hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nur weil ihr das für einen adäquaten Punkt haltet, warum ihr ein Einhandmesser braucht, hält das nicht der Richter für ein Einhandmesser. Ich lese das immer wieder in Foren und bei YouTube in den Kommentaren. Nur weil ihr meint, ihr müsst ein Einhandmesser mit euch führen, weil ihr zum Beispiel den Gurt im Notfall in eurem Auto lösen wollt oder weil ihr Kleinwild als Jäger, das sieht nicht jeder Richter so. Das ist einfach so. Da kann man nichts machen. Im Endeffekt, wie gesagt, die einzige Sache, wo man wirklich sicher sagen kann, dass dort Einhandmesser erlaubt sind, ist halt im Kletterbereich. Kommen wir ganz kurz auf Nichtmesser zu sprechen, namentlich natürlich für Outdoorer allgemein Beile und Macheten. Ihr mögt es vielleicht als euer Recht sehen, eine Machete draußen zu benutzen, um damit vielleicht Holz zu hacken. Aber das ist nicht der anerkannte Grund für eine Machete, sondern für eine Machete ist der anerkannte Grund, Geäst zum Beispiel vom Baum abzuschlagen und ähnliches. Und das ist in keinem Fall normalerweise erlaubt. Ihr könnt einen kulanten Polizisten natürlich treffen, aber ihr habt ja kein Recht im Wald, ja, wenn ihr nicht der Forstarbeiter seid, einfach Äste abzuschlagen oder das Gestrüpp wegzuschlagen. Das habt ihr einfach nicht. Ihr könnt damit höchstens Fallholz bearbeiten, das ist ja rechtlich erlaubt. Und dann muss man aber sagen, dass eine Machete dafür nicht als ja, grundsätzlich ausgelegt ist. Und deshalb könnt ihr mit einer Machete schon im Wald Probleme bekommen tatsächlich. Anders sieht es da beim Beil aus. Auch da gibt es manchmal spitzfindige Polizisten, die sagen, ja, aber du darfst ja gar keinen Baum fällen im Wald. Ja, ich will ja auch gar keinen Baum fällen, sondern ich will ja nur mein Totholz ein bisschen schnitzen, was ich ja darf. Ja, das ist rechtlich erlaubt, aber der Stress, den der Polizist da vielleicht macht, der kann einem schon ein bisschen auf den Sack gehen. Das ist einfach so. Also aus meiner Sicht seid ihr da rechtlich abgesichert. Aber wie gesagt, nicht jeder Polizist kann perfekt dieses Recht auslegen. Und ihr merkt schon, da kommen wir auch wieder in so einen kleinen schwammigen Bereich. Gut, was ist als Messer denn jetzt absolut erlaubt? Wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, natürlich alle Arten von, ja, Victorinox, die mir bekannt sind zumindest, alle Arten von typischen Opinel-Messer oder von einem Mora-Messer, zum Beispiel aus dem Baumarkt, ihr kennt die, ja, diese relativ kurzen, feststehenden Messer. Warum sind sie erlaubt? Fangen wir mit der feststehenden Klinge von einem klassischen Baumarktmesser oder Mora an. Die sind unter 12 cm, haben keine doppelschneidige Dolchklinge, sondern sind ganz einfache geschliffene Messer und damit ist das Ganze überhaupt kein Problem. Im Wald dürft ihr die also führen zum Schnitzen, zum Kochen. Ihr dürft sie auch im Normalfall, das Gesetz sieht da keine Einschränkung vor, in eurem Dorf am Gürtel tragen oder sogar teilweise in der Stadt am Gürtel tragen. Das ist rechtlich erlaubt. Ob ihr das machen solltet,
weil ja doch wieder irgendwer Angst hat und dann die Polizei ruft, ist eine andere Frage. Victorinox-Messer, Opinel und ähnliche, die werden normalerweise mit zwei Händen geöffnet, ja, und rasten dann ein oder ja, müssen mit einer extra Verriegelung eingerastet werden. Die sind natürlich dann auch erlaubt, solange sie auch nicht zu groß werden. Das liegt aber auch wieder mit der Größe im Ermessen des Polizisten vor Ort, denn es gibt dann bei Taschenmessern, die zum Ausklappen sind, keine Größenbeschränkungen wie bei feststehenden Messern. Das ist in dem Fall witzig, weil man im Prinzip ein Opinel-Messer nach den Gesetzen so groß machen könnte, wie man wollte. Man könnte also praktisch mit einem Opinel-Schwert rumlaufen. Wobei dann wieder die Frage ist, ob der Richter den anerkannten Grund des Schnitzens bei einem so großen Messer dann wieder anerkennt. Das ist wieder eine andere Frage. Ich weiß, das waren Tonnen von Informationen. Mir geht es genauso und ich mache auch nicht immer alles richtig, vor allen Dingen bei Rechtssachen, denn Messer- und Waffenrecht ist unglaublich schwammig formuliert. Unglaublich viele Nebenparagraphen, die irgendwas ausnahmen und dann wieder nicht ausnahmen und so weiter und so fort. Also so richtig steigt man da nie durch. Aber ich sag mal so, ich kann euch zu 100% versichern, dass ihr mit einem normalen Opinel, einem normalen Victorinox oder einem normalen Mora Baumarktmesser niemals gesetzlich Probleme haben werdet. Übrigens gibt es Victorinox-Messer, die einhändig zu öffnen sind. Dran denken, ne? Das ist verboten. In übrigens kaum einem Rechtsbereich gibt es auch so viele Falsch- und Informationen und Möchtegern-Auslegungen. Da müsst ihr einfach mal durch verschiedenste Messervideos durchklicken und die Kommentare angucken. Da meinen sehr viele Menschen sehr viele Dinge, um sich das möglichst ja, zurechtzubiegen in ihrem Interesse. Ich sag mal so, es gibt zum Beispiel keinen anerkannten Grund namens zur Selbstverteidigung. Gibt es einfach nicht, zählt nicht. Punkt. Ob euch das natürlich real interessiert, ja, ob ihr trotzdem lieber ein Messer dabei haben wollt, um euch zu verteidigen, ist eure persönliche Sache. Aber ihr könnt niemals, tut das niemals, zu einem Polizisten oder zu einem Richter sagen, ich habe das Messer zur Selbstverteidigung mit. Das ist nicht erlaubt. Ihr könnt sagen, zum Schnitzen, für meine Stulle machen, ja, aber sagt niemals, um mich damit selbst zu verteidigen. Das ist kein anerkannter Grund. So, jetzt habe ich hier sehr viel geredet. Ich hoffe, ich konnte für euch ein bisschen Luft ins Dunkel bringen. Klar, die Aussagen, die ich dann ganz klar getätigt habe, an denen könnt ihr euch auf jeden Fall orientieren. Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, dann kann ich euch vielleicht was beantworten. Oder schaut einfach mal auf die Seite vom BKA, obwohl ich sagen muss, dass deren Text, ja, der ist auch nicht viel unkryptischer geschrieben im Endeffekt als der Gesetzestext. Also ich habe ihn dann verstanden im Nachhinein, nachdem ich ihn 5-mal durchgelesen habe, was damit genau gemeint ist und welche Einschränkungen nicht. Aber so gut finde ich ihn ehrlich gesagt auch nicht. Und wir müssen auch dran denken, in den nächsten Jahren wird sich gerade mit dem Messerrecht beschäftigt. Das heißt, diese Rechtseinschränkungen, die ich euch gerade genannt habe, können in 2-3 Jahren schon wieder völlig anders aussehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir doch noch einfach ein Like da. Abonniere mich hier unten auf dem kleinen Button, denn es kommen noch mehr Tipps und Tricks und Rechtsvideos im Outdoor-Adventskalender. Ja, freut euch drauf. Und ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Tipps und Tricks. Ich sag doch mal tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video.